Herzlich willkommen hier zur erneuten Folge hier bei Automarsch. Wir werden mal schauen, ob wir einen Traktor kaufen oder ausleihen. Ich will ja versuchen, zur nächsten Ernte ja was, dass wir da mit Trecker fahren werden. Ich denke, ich würde sie mit Outride besser machen als mit, ja, mit LKW, weil die kommen besser in den Kurven klar. So. Wir werden ihn ein bisschen verzaubern. Und zwar Teleborg oder Nokian, der Nokian. Berlin. Die Straße, das wäre besser, ne? Dann nehmen wir Michelin oder Trelleborg. Trelleborg, Stammbad, ja. Motorausführung. 1000 PS. Ne, das wäre auch nicht schlecht. Aber wir werden mal mieten. Wir werden hier zwei Fahrzeuge mieten. Den wir uns Abfahrer brauchen dafür. Mieten, nicht kaufen. So, und dann werden wir uns auch noch gleich Anhänger kaufen. Ja, die werden wir kaufen. Anhänger. Und zwar ein über den oder den da. So, wieso habe ich keinen Ton? Zumindest keine Musik. Okay. Ja, gut. Ich hoffe, ihr habt die Musik. Ich sehe da ausschlagen. Ja, konfigurieren. Wir geben mal raus, das ist für Getreide und so, ne? So. Natürlich gehen wir auf maximale Leistung, also Höhe. Trailerbox, okay. Freitreiben. Hm, rot ist bei denen typisch. Lassen wir so. Ja, das. Davon werden wir zwei verkaufen. Und ja, okay. Zurück. Jetzt gehen wir zum Händler und werden mal die Fahrzeuge schon mal hinfahren, ne? Heute noch nicht trocken. So, wo ist er denn? Hier sollte noch die Düngung gemacht werden. Einer war fertig. Hier. Oder ist das andere Fahrzeug? Okay, nehmen wir den. Zählt noch den Ton. Schlecht. So, kurze Pause. Ich mache mal ganz kurz Pause. So, weiter geht's. Ich muss kurz mal OBS neu starten. So, dann fahren wir mal Richtung Hänger. Denn mein Gewicht brauchen wir keinen. Und dann fahren wir gleich Richtung. Und lass mal Richtung. Wir lassen fahren Richtung. Zwar fällt nur 44. Und tschüss, das ist die Vorbereitung der Ernte. Die Ernte müsste ja bald beginnen. Denk mal morgen. Das sieht komisch aus, aber gut. Ist der Blickwinkel vom Monitor. Im zweiten. Ruf nicht. Fahren wir zur Straße, dann fällt uns garantiert den Laternenfall. Und wir schnappen uns den LKW. Und also wir wollen gehen. Fahren. Geht ja nicht. Ich wollte noch den anderen fertig machen. Feld 17 wird noch düngen. Das ist auch nicht trocken. Hier.
Hopfen und Wachstum. Da muss nochmal gedüngt werden. Entlassen. Also Tonunterbrechung kam immer dann, wenn das Programm Schuld hat. Und das habe ich jetzt mal kurz neu gestartet. Jetzt sollte es besser klappen. Ich hoffe auch, dass die an der Lautstärke passt. Dass nicht so laut ist, nicht so leise. Hoffe ich jedenfalls. Schauen wir mal, ne? Aber nicht gerade ausgesehen, ne? Eiert ein bisschen. Unkraut wächst auch, aber dieses Jahr mit 3 Tagen werden wir mit leben. Nächstes Jahr werden wir das behandeln. So. Mal löschen. Und neu generieren. Zwar 17. Und generiere Feldkurs so. Und einstellen. See. Ist ja nicht groß, wird ja schnell durch sein. Denken wir, wie lange dauern. Gut, dann werden wir uns zum LKW reinspringen. Das Düngerfahrzeug, ach schon angekommen. So. Aus. Hier will ich versuchen mit Kursplay und Outdrive zu ernten. Ob das klappt, das weiß ich nicht. Das knackt schon wieder so komisch im Kopfhörer. So. LKW wollte ich haben. Wo ist er? Da. Das ist ja mal ein Feld. Ich glaube noch einen zweiten. Genau, jetzt fahren wir nämlich so zum Schlachthof und holen da mal das Schweinefleisch und die Wurstwaren, ne? Mehr oder weniger schnell. So. Über den Bahnhof am besten. Das heißt, gleich rechts abbiegen. Mit leer geht's, da kann man gut bremsen. Wenn er voll ist, ist er schwierig. Dann ist er so schnell. Dann schiebt er. Na, dürft ihr noch reisen? Oder hier arbeiten? Oh, Paletten, was verarbeitet. Gut, dann gehen wir kurz rein, beziehungsweise zur Menütafel und schauen wir, was wir kriegen. Ne? Verpackung. Ja, gut, das war da. Haben wir noch Schweine da? Ja. Schweinefleisch, 100.000. Leerpaletten ist voll. Wurst haben wir, ja. Gut, gehen wir rein. Ins Menü, Schlacht der Schwein. Ja. Maximum. Erzeugen. Das Erzeugen klingt immer so komisch. Lamm, Huhn, Schwein. Braucht Wurst. Maximum Zeugen, die Wurst auch alle. Leerpaletten,
Schweine. Das wird klingeln in der Kasse. Mal sehen, wo wir hinfahren, ne? Blocking? Ist er fertig. Dann müssen wir ganz gucken. Umstellen auf. Auf. Missionsballe. Macht er nicht. Dann nehmen wir Holzballen. Und da auch nicht. Dann nehmen wir Eiertanks, Baumwoll, Pallets. Pallets sind da. So, wer hat Schweinefleisch? Wer will jetzt verkaufen? Einen guten Preis. Seit 8 Euro. Schweinefleisch. Und zwar ganz hinten. Schweinefleisch, Schweinefleisch. Klopapier, graue Steine, Käse, Schweinefleisch. Stadion. Dann fahren wir hin. Zum Stadion. Wir fahren zum Stadion, dann haben wir viel Fleisch. Die dürfen noch gar nicht spielen, die Deppen. So, Stadion war bei der BGH. Ne, über das Auto gefahren. Anschnallen. Die dürfen noch gar nicht spielen, die Deppen. Irgendwo muss jetzt eine grüne Säule auftauchen, rechts. Ja, man sieht noch ein Feld kaufen, wenn alles klappt. Das erntereif ist am besten, da wächst schon Mais. Mais auch schon gewachsen. Ja, da ist es. Muss man gleich mal gucken. Trocken? Nö. Aber es ist frühestens morgen erntereif. Also innen geht morgen. Also das wird noch ein bisschen dauern. So. Klingelt in der Kasse. Fahren wir rückwärts raus. Mal zurück, so, da mal was stehen. Unser Mais auch schon gewachsen? Die 14.
grün. Da. Da. Das ist gekeimt. Pflanzen, ja. Ist noch nicht reif. So, 3 Minuten zurechnen an dem Video. Schauen wir mal, ne? Schneiden wir die Kurve. Machen wir die Innenansicht, das wird besser. Das ist immer besser. Draußen fliegt der Ball. Draußen ist okay. Nichts für die großen Fahrzeuge hier. Beziehungsweise nichts für mich. Da muss ich mal im Bahnhof reinfahren. Besser. Entschuldigung. Schluck auf. Licht am lecker Eisbecher. Na, haben wir noch was da? Glaub nicht. War an sich schon leer. Das Wurst haben wir jetzt bei. Glaube ich. Ne? So, Schweinefleisch. Was haben wir noch? Wurst? Lidl. Da, der auch 3000. Dann kommen wir dahin. Beides sein, Wurst und Schweinefleisch. Dann hätte ich jetzt wieder fest. Gibt's doch gar nicht. So, Dünger ist auch fertig. Gas geben. Fußgänger, kommst du her? Ich kann auch Holz sammeln beim Sägewerk, da liegt noch was. Unserem Waldstück, da liegt noch ein bisschen Holz. Aber das kann ich für die Produktion gebrauchen. Da werden wir gleich den Anhänger zum Hof bringen und dann gleich mal dahin fahren. Ja, jetzt richtig. Haben die auch so ein großes Lager überhaupt? Aber das kann mir egal sein, ne? Hauptsache die Zahlen gut. So. Ja. B was gewesen. Und ausgeladen. So, fahren wir zurück. Uhrzeit. Hochzeit. Gut, ich hoffe, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Tag fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.